Und da ist meine Kabine hochgefahren. Musst du gleich mal am Ende des Dings achten oder so. Der hat da schon extra dick BG Werner dran stehen und dann fragen sie trotzdem, ist das der Werner von Running Gamer? Nee, das ist ein Faker. Den haben wir für heute nur gekauft. Ja, Abrechnung läuft über Ingo. Hä? Ja, sonst halt doch mal eben an, mach mal eben hoch. Ich will. Rechnungsfeststellung kann ich mir das ja auch noch nie. Hoffe ich verhandelt werden, da bin ich raus. Ach, das habt ihr bestimmt. Kein Gold. Nee, das wird ja auch dafür verwendet. Recht hast du schon. So, ich bin full. Du bist full, aber dein Anhänger sieht halb leer aus. Das ist irgendwie schade. Ja, das ist schlimm, ne? Hatten wir es gerade schon. Ich hatte auch schon die Sachen. Hast du nur noch 9? Aber das sah dann richtig bescheuert. Also das halbiert echt. Dann Hexe, muss ich den Hexer schon reparieren, oder? Ja, der kann dann sagen, Kali hat ja auch gesagt, ja, er ist voll, nicht der Hänger. Voll bin. Nee, Lennart, das ist nur Werner, der Hänger ist. Werner wettet nicht mehr mit Ingo. Doch, ich wette schon, aber die Bedingungen haben sich halt geändert. Achso. Das war doch eine ganz klare Ansage. Nee, die Bedingung ist, ich gewinne, Ingo verliert. Das war einfach nur, du kommst damit nicht aufs Feld. Weißt du, ich habe von dem was, ne? Erfahrung gemacht, er ist ein realistischer Spieler. Das war in dem Moment war das dann wieder vorbei. Hey, Tarso, small. Hey, es war in dem Moment, ist doch die richtige Lampe bei mir über den Kopf angegangen. So, Moment, da fällt mir doch was ein. Keine Kollision vorhanden. Dann schiebe ich den da jetzt hier nochmal ein bisschen an, damit das schön cool aussieht, damit wir, bevor wir den abdichten. Aber jetzt noch. Achso, ihr fahrt schon das. Okay, fahr ja, nee, ich fahr schon das zweite. Ich tüdel hier nur noch ein bisschen an dem anderen rum. Ich muss hier vorne die Kante gleich nochmal ein bisschen schick machen. Alles klar. Ich nochmal wieder ein bisschen. Kann ich mit dem Kennen nochmal ein bisschen lösen? Jetzt sieht das ja nicht mehr so uneben aus hier. Markus 7 King, alles klar. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Oh Markus, schönen Tag noch, ne? Pausus, ich hoffe bei dir ist aber alles gut. Ich glaube, Evil muss demnächst noch eben sein Dings-Pegel einspielen. Spielst du mit, ja, spielst du mit Gamepad? Kann das? Ich glaube, man hört. Ich glaub, ja, ich spiele mit Gamepad, geht das ein? Klack, 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 klack. Okay. Das muss mir doch einer sagen. Ich musste gerade erstmal gucken, von wem das kommt. Ja, das ist bei Evil. Okay. Wahrscheinlich, weil er so lange kein Discord mehr anhatte, wahrscheinlich alles wieder verstellt. Oder so. Nee, das war gar nicht eingerichtet. Ich bin zwar da noch nicht voll, aber ich fahre am Ende des Feldes dann weg. Ja, sehr schön. Weil für 1000 aber Liter lohnt sich doch nicht mehr. Kannst auch direkt sein, wenn du es nicht magst. Ich also bin sogar voll. Ich bin sogar voll geworden. Oh. So. Hey, Fabio, bei Ermas wollte ich doch gerade noch, was wollte ich jetzt gerade noch geguckt haben, gemacht haben? Habe ich schon wieder verdient. Kann ich dir auch nicht sagen. Nee, ich auch nicht. So, jetzt muss ich mal eben wieder hier. Wo seid ihr denn jetzt? Achso, ja genau, jetzt weiß ich wieder. Mach ich gleich. Und da, Fabio, hast du auch deine Antwort von dem, was der Benzin gerade gepostet hat. Bei einer doppelten Sperl, Eloy. Oh. Meinst du mich jetzt, dass ich in den Optionen was gucken soll? Wie voller ist denn der Ernste? Gerade angefangen oder? Oh, Mann, kenne ich mich auf der Karte hier aus. Aber ich war schon auf der anderen Seite. Ah, ich wollte mal zeigen, wie viel Mais hier noch steht. Ah, so, ja. Jetzt musst du so hin.
Was meinst du mit Bildschirmfläche? Ich hab 1920x1080. Aber streamen tust du doch 720, oder? Das kann ich jetzt im Ingame nicht sehen. Renderst du nicht auf 720 sowieso runter? Ja, über OBS, aber er fragt, was ich im Spiel. Im Spiel habe ich ja 1920x1080. Ja, das habe ich auch. Moin. Moin. Aber einsehen kann ich das hier sowieso, dass da musste ich erst aus dem vom Server runter, weil das nur in den bevor du auf einem Server oder bevor du im Spielstand bist, nur einsehbar ist. Sachen kannst du nämlich nicht im Spiel sehen. Und was du höchstens meinst, die Field of View, ich weiß gar nicht, hieß es da auch Field of View in den Einstellungen? Das haben manche unterschiedlich. Also ich habe meins, glaube ich, ein bisschen runtergeschraubt, als es standardmäßig ist. Borsti, wunder dich nicht, ich bin falsch gefahren. Trau jetzt mein Passwort weg. Irgendwann ist immer. Hier gibt's kein richtig oder falsch. Kann Undertaker mir das vielleicht nochmal bitte schicken? Macht er bestimmt. Danke. Ja, kein Problem, Fabio. Ist aber auch nicht das erste und letzte Mal, dass wir das machen. Nee, das Ding hier ist zum Verdichten leicht, die Schüsse. Wenn dann ein anderes Mal Interesse besteht, dann danke. Ist die Möglichkeit uns auch gegeben. So. Bin dann voll. Wollt ihr mal eben. Müssen die meisten Maschinen doch tatsächlich schon gewartet werden, wa? Ich glaube, kannst du noch nicht. Genauso berechnet fürs Reparieren gehen. Ich glaube, das kann jemand. So, ja. Ich gehe da mal rein. Jo. Ja, die Schneidwerke waren's. Ja? Ja, musste jetzt schneller gehen. Könnte man so sagen, Tarsus. Haben wir heute diesmal halt das auch mal. Die Zuschauer mitspielen können. Also wie gesagt, ist auch noch Platz, wie gesagt, wenn dann noch jemand möchte. Also wir sind momentan 11, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Die Felder, die nah an der BGA sind, ist der Großteil erstmal abgefahren. Das heißt, dass sich auch das mit den Abfahrern gleich besser aufteilt, wenn man weiterfahren muss dann. Ja, 1-1 haben wir gleich noch und dann. Ja, und danach ist dann die Strecken halt auch weiter und dann kommt das auch eher hin, dass man nicht so lange Wartezeiten hat als Abfahrer. Und durchwechseln tun wir teilweise auch mal, also wenn da jemand mal hexen oder mal walzen möchte, dann darf derjenige sich gerne melden. Ja, wenn da jetzt mal einer ist, der sagt, der will halt den 8R mal fahren, dann tausche ich halt mit dem auch den Traktor, genau. Das ist jetzt das kleinste Problem. Feld 7 haben wir sonst gleich noch, aber ich würde sagen, da kann einer ein Hexer drauf und der andere kann schon zu 6, 12 oder 13 fahren, dass wir das erstmal mitnehmen. Oder zu Feld 4 oder 5, das ist mir... Meine Fahrt mit dem Teil schenke ich dir. So, wer braucht denn hier am dringendsten? Hier stehen überall noch einer parat. Das verrecken mich, weil ich das mal sagen, wenn ich hinterher fahren kann. Ja. Wenn jemand möchte, kann er mich auch ablösen, weil ich würde mich mal kurz auf K gehen muss. Nur im Dunkeln. Und ohne Kamera. Boah, ich muss noch warten, bis er geladen hat. Synchronisiert gerade. Ja. Der muss dann einmal eben den Hof betreten, der hat kein Passwort und dann kannst du durch die Maschinen durchtappen und dann kannst du das fahren, worauf du. Ja. Wer will denn Lust dann den Wenzel eben ablösen? Jemand, der gerne eine Hexer fahren möchte gerade? Könnt auf jeden Fall dann einsteigen. Natalia, oder willst du mal ein bisschen Hexen fahren? Kann ich auch Hexer fahren. Ich hab Frank ist auch da. Ja. Wenn jemand hexen möchte, könnt ihr gerne tun. Dann bleib du bei Polo, dann gehe ich hier oben mit hin. Ja, dann folge ich. Mal ein bisschen mittig abschütten. Irgendjemand müsste den Fenton übernehmen. Boah, ja. der wartet da sonst auch auf dich. Oder Tobi nimmt ihn gleich, wenn er wieder da ist. Achso, hier bin ich bei der BGA. Genau. Du nimmst ein Fahrzeug, was frei ist. Jetzt nicht unbedingt, also wenn du festfahren willst, kannst du auch gerne einen Festfahrer nehmen und sonst halt eher einen mit Anhänger. Und sonst, wie Werner sagte, wenn du Fan fahren willst, dann kannst du auch den von Werner gerade weiterfahren, da der erstmal Hexer fährt. Eben. Wo steht denn der? Einfach durchtappen, der steht bei Feld 9 und 10. Bei der 9, ja. Fahr mal ein bisschen vor, Kalli. Ich bin nicht bald voll.
Ich musste hier erstmal den Hof finden. Ich habe auf der Ravenport noch nie so gespielt, deswegen. Ja, wir sind also... Felsboden. Ja, also, das geht mir jeden Tag so. Das Hof an sich gibt es ja auch gar nicht. Es gibt hier halt nur die DGA. Ist halt auch nur so für... Nur für Events da, aber da sind... Die Felder passen halt einfach super ja, für Events. Ja, für sowas ist die besser geeignet, die Karte, als die Felsbrunnen. Da sind die Felder ein bisschen zu klein, denke ich mal, auf Dauer, dann, wenn du sowas machst. Ja. Also? Ja, was heißt auch, da gibt es ja auch große Felder, aber hier sind die Wege auch nicht ja, ganz so weit. Lässt er mich an? Freundchen. Da läuft ein Urlaub übers Feld. Was ist mit dir, Tarsus? Ich mache nur Videos. Hatte ich mich da einmal verhört oder bist du nicht auch auf LS19 jetzt? Ja, fahr ein Stück vor, der nimmt gleich meinen. Ne? 9 und 10 sind eigentlich durch, wa? Ja, also so ein Anhänger, also Ernst ist noch da. Bei Polo. Doch nicht, noch ein bisschen da, so wo ich stehe, ab da darfst du mal anfangen abzukippen. Bei uns ist Ernst also, noch da, das sollte dann genügend. Wenn das nicht so weit wäre, würde ich einnehmen, so ist nicht, ne? Das Loch mal ein bisschen zu kriegen. Genau. Dankeschön. Ich kann nicht tappen. Musst du erst in den Hof rein. Hof schon betreten? Ja, nee, wo ist denn der? Menü und dann gehst du auf das erste Symbol mit der, wo die Scheune drauf ist, dann kriegst du den Hof an. Ah. Hat er getan. Jetzt kannst du durchtappen. Wie gesagt, der 1050 steht am Feld. Ich bin gleich wieder da. Jo. Jo. Sieht aus, als wenn Olaf Moonwalk macht. Da müssen wir dann also, ein spastiker Moonwalk, aber es ist ein Moonwalk. Alter. Ja, guckt euch das doch an im Stream. Das will doch keiner sehen. Nee, das ist richtig. Deswegen machen wir es ja. Weil es keiner sehen will. Echt, warst du nicht so weit von mir weg, Bulli? Kann sein. Ich hab's jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau auf der Schiene. Du musst mal kurz weg, das Kind ist wach. Jo. Jo. Das sieht so bescheuert aus. Ey, weißt du, wie schwierig das ist, hier auf diesem Rohr zu balancieren? Mitzulaufen? Wow. Oder ich möchte nicht wissen, auf welchem Rohr du wo am was machst. Nee. Krieg ich den Rest noch rein? Ja. Nee. Das ist cool. So, jetzt steigen wir in den Hexerfahrer noch einmal. Wer fährt hier eigentlich den Hexer? Ich sehe ja wieder keinen Namen. Wer fährt denn hier? Werner. Wo denn? Ich. Ja, ein fährt Werner und steigt immer kurz aufs Dach. Also wenn's Freude hat, ne? Ja. Ich bin hinter Ernzel. Bleib kurz stehen, dann fällst du runter. Ja. Das sieht so bescheuert aus, dieses Fliegen, ey. Das stimmt. Also es ist halt so gesehen, als wenn der Charakter springt. Das sieht ja auch so komisch aus, wenn halt einer diesen... da in Hut-Mode an hat, so ich fahr weg, das lohnt sich nicht mehr da noch umzudrehen. Ja. Süß. Oh, da war aber eine Bodenwelle. Achso, und der JCB, der da am Feldrand steht, den habe ich da hingestellt, damit ich zum Feld springen kann. Achso, ja gut. Also der JCB ist momentan erstmal aus. Nein, ich sag's nur, der steht halt nur am Feldrand, damit ich zum Video machen da mal eben... Ja. Ja gut, dann ist bleibt der JCB. Dann bleibt der JCB da halt so erstmal stehen. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Das muss man ja nur wissen. Ja, deswegen sag ich. Was ist eigentlich mit dir, Calimero? Warum spielst du eigentlich nicht mit? Lass mich raten. Der hängt am Glockenturm. Besser am Turm als am Seil, oder was? Ah. Was ist das? Ich wollte sagen, wo ist Calimero? Er hat doch noch gar keine Glocken abgespielt hier. Richtig. Unfassbar. Ich hab die schon wieder vergessen zu tauschen. Oh Mann, ey. Das geht ja da alles rein, ne? Ich kann ja dann hier warten, ne? So, Ernst, ab wo soll ich abkippen, was sagtest du? Ach, Ernst, Borsi. Jetzt mittig. Mittig. Dann muss ich nochmal wieder zurückfahren.
ist aber ganz schön dreckig. Haha. So dreckig wie sein Fahrer. Du wolltest den anderen haben, Borussia? Ich bin auch gerade hier. Ja, dann nimmst du meine Spur. Gut. Wenn dich einmal um Kumpel wohin zählt. Weil ihr das andere Silo sonst so weit habt, könnt ihr das auch gerne abdecken. Ja, ich muss hier nochmal eben. Okay. Das wird nicht mehr fahrerfrei ist, bei Foto wird da einer gebraucht. Jo, ich bin unterwegs. Müsstest hier hinten noch mal so ein bisschen das Zeug hochschieben und dann. Ja, mal, also nur am Rand, also schöner nicht, nee, aber ich will so hier vorne vor und so das ein bisschen reinschieben. Ja. Oder hast du Helium geschnüffelt? Was? Wieso? Oh, okay. Pass auf, das Schweinchen und die Johnny sind kein Freund. Undertaker, das hab ich schon gemerkt. Das ist mir schon. Da bin ich ja froh, dass ich nur zwei auf den Hof gestellt habe. Voll. Wieso Helium geschnüffelt? Hör ich mich so an? Ja, du fliegst. Was ist mit mir? Ja, Tarsus, da hast du sonst recht, ja. Der Undertaker spricht doch schon wieder von mir, das weiß ich doch. Ja, dass du John Deere nicht magst. So, die 9 und die 10 sind fertig. Dann kannst du dir ein Feld aussuchen. Also bis auf 8, 9, 10 und 11 sind alle Felder noch voll mit Mais. 8. Die 5, die 4, die 7. Ich fahr mal auf die 7 rüber. Jo. Polo, ich bin gleich da. Braucht Polo da noch ein oder kriegst du das mit, Frank? Nee, das krieg ich nicht mit. Gut, dann fahr ich hinter dir schon. Wow! Ja, das mit dem, mit dem. Werner, du bist auf 7 gefahren, ja, ne? Ja. Sieht aber gerade interessant aus. Kannst du Polo das Pferd hinten und her. Idol. Also es ist aber schon irgendwie bitter, dass wir die, also die Schneidwerke habe ich jetzt schon einmal reparieren müssen über den Shop, ne? Die haben aber ja auch gerade Dauereinsatz, die Dinger. Ja, also wenn du überlegst, dass du dann hier Feld 8 aber eher. Ich meine, das Gute ist ja, dass das Mittler, dass du es halt echt über den Shop machen kannst, das heißt, dass du ja nicht immer zur Werkstatt fahren musst. In dem Fall ist das schon richtig, ganz gut. Ich hätte es pauschal sonst auch ausgestellt, aber es geht nicht. Wie ihr bescheißt. Ja, da. B. Es ist echt nicht verkehrt, wenn man da manchmal den einen oder anderen kennt, der vielleicht mit Blender umkam. Ich selber habe mir das nur mal angeguckt und ich habe nur reingeguckt und habe dann. Nee, ich habe es einfach wieder aufgemacht. Ich habe es lieber gemacht. Ich habe es mir angeguckt und habe mir gedacht, gut, dass das andere können. Ja, so ungefähr. Das hat alles so eine Zeitfrage, ne? Ja. Also entweder Stream oder Maya oder wie war das? Ja, wahrscheinlich. Es gibt aber auch viele gute Tutorials, also man kann sich das beibringen. Ja, natürlich. Das ist, man braucht da schon, das ist nicht eben irgendwie eine halbe Stunde, Stunde oder so. Da muss man sich schon ein bisschen halten. Hey Boy, moin. Zeitmäßig gar nicht hinkriegen. Naja, also zeitmäßig wäre nicht das Problem bei mir, aber ich werde da viel zu schnell gefrustet und frustriert. Gefrustet und frustriert ist auch gut. Ja, du hast ja. Was denn auch mit Skala 1 bis 10 im 12, ne? Ja. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig sind sie? Kann ich die Skala mal sehen? Wow. Kommst du noch bis unten? Ich komme noch bis unten, aber dann fahre ich auch weg. Dann lohnt sich das Umdrehen nicht mehr.
verstanden. Ja, der soll bitte stehen bleiben, das ist für Olaf zum Springen. Achso. Damit er wen aufnehmen, schnell zum Feld kommt. Zumindest solange nicht so viele Fahrer da sind. Ja, ja, natürlich. Wenn wir den brauchen, dann... Nein. Fährt er noch rückwärts wieder. Du bist mir da hinten reingefangen, Kali. Nein, gar nicht. Denk dran, du streamst. Das würde der Kali nie tun. Ja.